Hallo und willkommen zurück zu Dungeon of the Endless. Wir gehen jetzt wieder das zweite Mal nach Level 4. Und ja, wir haben sehr wenig Nahrung, aber das brauchen wir am Anfang sowieso nicht. Das reicht aus. Ich bin da sehr zuversichtlich. Was soll toll an diesem Fahrstuhl ist? Keine verdammten Monster, was? Na gut, nächster Level. Fahrstuhlmusik. Zwei Türen sind besser als drei. Dann gehen wir mal hier durch. Wunderbar, ist auf jeden Fall ein Raum, wo wir was bauen können. Und wir brauchen auf jeden Fall das Industriemodul. Ja, wobei, es hätten wir wahrscheinlich noch nicht haben müssen. Hätten wir erst noch was anderes bauen können, aber das passt eigentlich auch ganz gut. Das ist schon okay. So, die beiden. Und vor allen Dingen haben wir auch Energie gefunden, was auch sehr gut ist. Mit den beiden gehen wir hier unten lang. 9 Energie. Ist auch gut, wenn wir den Raum wieder versorgen können. Was darin ist, wirst du nur herausfinden, wenn du sie aktivierst. Keine Ritterstadt unmöglich. Machen wir. 18 ist okay, war ein guter Tausch. Außerdem können wir jetzt hier wieder was draufbauen. Auch wenn das natürlich etwas blöd ist. Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt ein Nahrungsmodul bauen. Das ist die Gruppe 3. Wobei wir den erstmal jetzt alleine losschicken können. Dann kann die nämlich da auch frickeln. Eine Sackgasse. Hey, guck selber auf mich herunter. Guck nicht auf mich herunter. Ignorieren. 47. Ignorieren. Können wir gleich rekrutieren. Gehen wir hier rein. Da hätten wir unten schon was vorher bauen können. Und zwar noch Nahrungs... Ja, es ist ein bisschen blöd von der... Von der Lage her. Na, ist egal. Machen wir ein Nahrungsmodul hin. Dann rekrutiere ich den Typen. Jo. Was kann der? Tro ist ein ungewöhnlich kleiner Humanoide, dessen Statur sich von einem bloßen Ärgernis zu einer irrwitzigen Obsession entwickelte. Tro war so von seiner Größe oder deren Mangel besessen, dass er seine Knochen und Muskeln verstärkte, und zwar so lange, bis er unfassbar riesige Waffen tragen konnte. Diese benutzt er vor allem gegen jene, die Witze über Kurze reißen. Amokläufer ist dasselbe, was der andere auch hat. Hunderudel, ist auch klar. Die Monster verlangsamen den Helden nicht. Ja, der glückliche Held kann aus einer feindlichen Zone entkommen. Das ist schön. Und er hat ein Zeremonieschwert. Macht ganz gut Schaden. Ist recht schnell. Ist grundsätzlich ganz gut. Wie viel Int hat der? Dumm wie Brot. Okay. Das ist dann sein Schwachpunkt. Nehmen wir die beiden als drei. Wir haben immer noch alle Räume mit Energie ausgestattet. Wir können aber auch keinen weiteren Raum mit Energie ausstatten. Naja, wir gehen mal hier weiter. Plus 3. Na los, gemeinsam werden wir unseren Abenteuerdurst stillen und Dust finden.
ignorieren. Ja, da, das geht jetzt nicht. Da haben wir jetzt zu viele. Denn 4 sind Maximum. Da müssten wir wen rauswerfen. Den können wir jetzt auch nicht aus... anmachen, den Raum. Der Lahm kostet immer nur 25, wie es aussieht. Dann werden wir hier mal hoch. Und gucken, was dahinter noch ist. Stomp, stomp, stomp. Den müssten wir irgendwie schneller hinbekommen. Hier ist irgendwie eine Sackgasse. Aber 10, sehr gut. Aftershave. Das Blöde ist halt, dass wir den Raum jetzt so versorgen müssen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ist auch eine Sackgasse. Mein Name ist Oppot. Du bist ein interessantes morphologisches Exemplar. Können wir leider auch nicht mitnehmen. Wir haben Aftershave. Was ist denn das? Intelligenz minus 5. Abklingzeit 0,2. Das hat auch noch einen negativen Effekt. Schaltet frei Schleicher. Genau genommen ist ein Aftershave für Reptilien. Alle anderen Arten sind es hochgradig ätzend. Schaltet Schleicher frei. Nicht von Monstern bemerkt, außer mit einem Kristall. Du erscheinst unwichtig, uninteressant und nicht sonderlich lecker. Naja. Klingt mir jetzt nicht so super toll. Ja. Machen wir den mal aus den an. Ist alles nicht so optimal. Eigentlich hätten wir noch hier so ein Ding gebraucht. Aber das kriegen wir, da kriegen wir die Stromversorgung nicht hin in noch einen gescheiten Raum. Wobei ich hier rein könnte und nach links und den dann auch noch mit Strom versorgen kann. Schauen wir mal. Produktion haben wir auf jeden Fall. Oder der Tod. Aktivieren! 22. Das macht die Sache auf jeden Fall jetzt einfach. Jetzt können wir so ziemlich alles versorgen, außer das. Und wir können hier jetzt auf jeden Fall noch irgendwas bauen. Kriegen wir das wieder rein? 35. Müssten wir eigentlich ja noch 10 Türen öffnen, wenn ich das richtig sehe. Etwa 13. Das ja lohnt sich vielleicht eher. Zwei Türen haben wir mindestens. Wir werden da keine 8 Türen mehr finden. Ja, das lohnt sich nicht. Dann werden wir hier durch.
Da werden wir hier durchlaufen, weiter. Sind noch ein paar Türen. Oh. Da werde ich mal doch was ausbauen. Hier unten kommt nichts. Das passt mir ganz gut so. Du hast ein Artefakt gefunden. Hier können wir eine Forschung machen. Nahrungsmodul 2. Forschungszeit 3. Die drei Türen, die haben wir, glaube ich, noch. Haben wir auf jeden Fall. Jo. Dann machen wir das auf jeden Fall. Eine Giftwolke gefunden. Oh, zurück! Haben wir hier unten auch noch? Oh, da unten haben wir auch was. Aber gut, die sollte das ohne Probleme abgewehrt bekommen. Da machen wir den Rage an. Du gehst drüber. Der macht Agro und zieht auch Rage. Da kommt. Na gut, dann schießt der den kaputt. Sauber. Rüber. Da unten ist nichts mehr. Noch ein Raum. Da kommt wieder was. Oh, und von den beiden Seiten auch. Der ist halt natürlich etwas behäbig unterwegs. Er hat da keine Probleme, aber mit dem könnte das etwas knapp werden. Der geht da auch mal rüber und hilft dort. Du meine Dame, ne, der da geht hier rüber. Können wir noch einen Raum versorgen. Und dann nehmen wir uns jetzt den Raum. Du gehst auch rüber. Naja, da haben wir ein bisschen was verloren. Drei. Passt aber. Da oben der Raum ist ausgegangen, weil wir da zu wenig bekommen hatten. Noch mehr.
Du läufst hier schön durch. Ah, das passt. Da investieren wir mal gerade. Er kommt gerade ganz gut Schaden bei rum. Ey, lass mich ruhig, ich doch einfach nur plündern. Gut, 91 reichte, um den Raum zu versorgen. Und außerdem können wir Stufen steigern. ...50 Trefferpunkte, der bekommt nochmal was dazu. 145, machen wir den Starken halt noch stärker. Schaukämpfer Angriffskraft plus 4 pro Mob im Raum. Oha. Ja, mit dem Aggro plus Hitpoints ist schon eine nette Kombination. Also den einfach immer weiter auszubauen. Ich denke, ich werde den Raum mal abschalten. Und dafür... da jetzt noch zwei reinbauen. Den anmachen. So. Drei. Wir sind noch deutlich mehr Türen, als ich das gedacht habe. Da oben kommen welche. Die werden da jetzt aber wenig Freude haben. Ah, da sind noch welche. Wir kämpfen jetzt einfach in diesem Raum hier. Ach, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Na egal. Können wir jetzt auch nichts gegen machen. Naja, das, was da jetzt rauskommt, das wird dann hier zerfleddert. Hoffentlich. In dem nächsten. Nee, das reicht nicht. Da muss der schnell rüberflitzen. War nicht optimal. Aber war okay. Deutlich mehr Türen, als ich es gedacht hätte. Da können wir auf jeden Fall nochmal eine Forschung starten. Wenn wir... ja, wir haben auf jeden Fall genug. Wissenschaftsmodul 3. Holoheld, was ist das? Absorbiert 150 Trefferpunkte Schaden vor Deaktivierung. Dieses Bild eines Helden löst Verwirrung und Wut bei den Monstern wie auch bei Steuereintreibern aus. Eine Wimkanone. Angriffskraft pro Punkt gelagerter Wissenschaft 0,8. Das klingt aber ziemlich böse. Wenn wir da 100 Punkte haben. Das... ach so, maximale Angriffskraft 100. Okay. Stärkste Monster, Baukosten 9. Also das
Das Ding scheint mir extrem mächtig, vor allen Dingen, wenn wir halt massiv Forschung übrig haben. Das benutze ich auch. Hole ich auch. Da können wir noch eine Forschung starten. Drei Türen haben wir ja noch. Das war jetzt nur das Industriemodul 3, aber das ist auch nicht schlecht. Können wir das nehmen? Dann machen wir mal die Tür auf. Oder können wir hier noch irgendwo was klüger machen? Ich denke nicht. Jetzt haben wir natürlich auch keine Wissenschaft mehr, um dieses WIM-Modul zu benutzen. Machen wir Geschäfte! Das macht viel mehr Spaß als Investmentbanking. Keine Gegner. Reiswind. Oh, das ist aber eine sehr schöne Ausführung hier. Zumal die das Ding ja auch noch brauchen können. Damit steigert die ihre Angriffskraft massiv. T-Shirt. Das ist auch nicht schlecht, aber ja, jetzt haben wir natürlich nichts mehr. So langsam werden es aber verdammt viele Räume. Also hier, wenn die da oben zu kämpfen haben, dann haben sie ein Problem. Mehr Energie bräuchte man. Ich könnte den noch abschalten. Oder ich schalte den ab und baue hier Turrets rein. Wenn wir den als Hauptkampfort nehmen, sollten wir hier vielleicht das hier nehmen. Abfallmaterial, ein gesundes Gewebe, riecht aber furchtbar. Heilung. So. Es sind aber immer noch drei. Moment. Liefert das. Kostet natürlich 25. Das jetzt noch zu bauen. Aber wir haben immerhin noch 5 Türen mindestens. Ja, hier hätte ich vorher noch mehr bauen müssen, glaube ich. Das baue ich jetzt dahin. Sehr schön. Keine Gegner erschienen. Dann können wir noch einen Raum holen, wo niemand spawnen kann. Machen wir den wieder sicher.
Nochmal 6. Wimkanone 1 freigeschaltet. Und da kommen Gegner. Von den beiden Seiten. Und von da. Oh oh. Da unten ist niemand. Dann geht die mal schnell dahin. Das ist nicht gut. Der ist natürlich etwas langsam. Passt. Wo ist der? Okay. Ich fasse auf das Falsche wieder geklickt. Na gut, der macht da den Kram kaputt. Ja, hat noch gut funktioniert. So, dann können wir noch einen Raum holen. Die setze ich aber wieder nach unten. Nein, das können wir freilassen. So ist hier weniger auftauchen. Da ist der Ausgang. Es kommen keine. Wir haben wieder mehr für Räume. Dann machen wir den auch noch sicher. Dann nach links. Da scheinen keine Wellen zu kommen. Doch. Da. Aber nur eine. Naja, da kommt noch mehr. Okay. Geht auch ein bisschen zu kämpfen, aber die ist eigentlich immer ganz gut dabei. Das war knapp. Na gut, da läuft einer durch, das macht aber nichts. Und die machen auch nichts, weil die da drin verenden werden. Na. Lassen wir die mal noch da helfen. Der da kann da stehen bleiben. Passt. Da hätten wir jetzt also alles. Bleibt noch der eine da unten. Hm.
Dann stelle ich meine ganzen Leute hier rein. Das ist ganzen Leute. Die beiden. Ja, die drei. Und mit dem werde ich mal hier unten das aufmachen. Alleine. Wobei es Unsinn, mit dem machen wir das. Machen wir, dass da noch weniger kommen. Wir haben auch wieder so viel, dass wir zumindest... Na gut, der kriegt halt wieder mehr Hitpoints. Geschwindigkeit kriegt er leider keine dazu. Lieber so. Die letzte Tür und wir haben noch einen Gegenstand. Küchenhandschuhe und wir haben nochmal Gegner. Dadurch, dass die dadurch geheilt werden, dass ich das eine Ding da stehen habe. Der ist ein bisschen zerbrechlich. Aber wir haben jetzt so viel Energie, dass wir den ganzen, die ganze rechte Seite einfach abklemmen können. Das hier schalten wir entsprechend frei. Und dann kann wieder gar nichts passieren. Wer ist jetzt der Schnellste? 32, der ist wahrscheinlich immer noch der Schnellste. Ich glaube, die haben wir dann. Naja, die ist dann endgültig freigeschaltet. Nicht, dass die jetzt besonders gut gewesen wäre. Wo steht die denn? Was? Das habe ich aber komplett verplant. Wieso die da stand, weiß ich nicht. Aber die kriegen wir auch noch gerettet. Die müssen ja hier jetzt auch noch durch. Ausgang! Verdammter Fahrstuhl, da kriegt man ja nicht mal Hintergrundinfos. 90, 28, 22 und beim nächsten Mal geht's dann mit Level 5 weiter. Bis denn!